in den Schädel ratschert. Ich bin weg. Zauber gewirkt. Eine einzelne. Ich dachte, die können das nur zusammen. Zu Tausenden. Anscheinend geht das noch so. Oh, Nadel. Oh, Bandagen. Oh, Nadel. Oh. 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 Da. Wo sind die Bandagen? Da sind die Bandagen. Es waren nur drei. Aber ja. Ja. Was macht die kleine Flasche? Dies ist eine kleine Flasche, die eine dunkle Flüssigkeit enthält. Brauchen wir die vielleicht für diese eine Tür dort hinten? Diese steinerne Tür da? Hä? Hier war doch gerade irgendwas. Hast du nur gesehen? Du kannst mich nicht verarschen. Nein, nein. Kannst du nicht. Nein. Ich bin weg. Ach, kannst du mich nicht. Nein, 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 nein. Nein. Schon okay. Gut. Das ist nur eine verschlossene Tür oder was? Ah ne, oder ist sie? Ach ne, da geht's ja. Da. Hä? Wollen die mich verarschen? Ich glaube schon. Die wollen mich verarschen. Wird scheiße. Ist ja erledigt. Scheiße. Achso, ich bin weg. Und das geht jetzt wohin? Das geht zum Kollektiv der Schädel. Oh Gott, nee. Kollektiv, ja. Ja, schön. Milliarden von Schädelratten auf einem einzigen Fleck. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber nein, wir sind männlich, aber. Schon wieder viele als einer. Eine Stimme, die so klingt, als ob Tausende auf einmal sprechen. Wie ein sich winden und wie Schuppen halt in deinem Schädel wieder eine unglaubliche Wut und gleichzeitig ein Gefühl mühsamer Zurückhaltung pulsiert unter der Oberfläche. Wie ein Strom von Zorn. Mörder, sprich, was... Nein, Mörder, sprich, was hast du... Was dein Ziel hier ist? Wer bist du? Was ist das für ein Ort? Warum nennst du mich Mörder? Der Gestank von Lügen klumpt dick um dich herum. Wisse, dass wir dein Gesicht gesehen haben, als du uns geschlachtet hast. Wisse, dass wir den Schmerz gefühlt haben, als unsere Gedanken ausgelöscht wurden. Wisse, dass das... Erst Sterben jedes Funken die Herrlichkeit des Feuers mindert. Du hast viele von uns gemordet. Streitst du das ab? Ganz und gar nicht. Ich wusste ja nicht, dass die ein Teil von dir sind. Lügen. Wisse, dass du leiden sollst, wie wir gelitten haben. Warum bringst du mich nicht zum Leiden? Du fluggeplagter Teppich. Ich bin... dich um Gnaden. Du sollst keine Gnade finden, Mörder. Du musst für dein Verbrechen zahlen. Wie kann ich das wieder gut machen? Was für einen Nutzen hast du? Ich bin schwer zu töten. Ich bin schwer zu töten und ein wilder Krieger. Diese Fähigkeiten können sich als nützlich erweisen. Ja, ja. Beweise, dass du unser Vertrauen verdienst. Geh zu den Hallen der wandelnden Toten. Töte den schweigenden König. Töte ihn. Wen? Die wandelnden Toten werden von einem König beherrscht, der an einem Ort lebt, den wir nicht sehen können. Wir müssen ihn zerstören und sie zerstören. Ah ja. Er ist uns ein Geheimnis. Wir haben ihn nie gesehen. Er muss sterben. Was kannst du mir schon bieten? Ah ja. Die Gnade? Das glaube ich nicht. Ich gehe jetzt. Warum tust du es nicht? Was kannst du mir schon bieten? Wir haben viel zu bieten. Sicheren Durchgang. Das Leben deiner... BTF? Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Was ist das? Egal. Ich fürchte, das kann ich nicht akzeptieren. Aha. Also gut, wenn es das ist, was du mir geben kannst, werde ich es eben annehmen. Was muss ich tun? Das würde funktionieren, wenn ich mir irgendetwas aus diesen Leuten machen würde. Also, oho. Wir haben noch viel zu bieten. Geheimnisse, Wohlstand, Magie. Die Toten in diesen Gruften hatten viel bei sich, als sie starben. Das glaube ich nicht. Ich gehe jetzt. Warum tust du es nicht? Also gut, glaube ich nicht. Wir dich gehen lassen. Das glauben wir nicht.
Ich könnte euch alle gleich jetzt töten und ihr könntet mich nicht aufhalten. Ich kann nicht sterben. Du hast Unrecht, du lebst infolge unserer Nachsicht. Vielleicht können wir dich nicht sofort töten. Wir können dich nach der Gnade des Todes schreien lassen. Wir können dich in endloser Erde begraben. Wir können dich ins ewige Feuer verbannen. Wir können alles und jeden zerstören, an dem dein Herz hängt. Wir sind überall. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Ja. Dann können wir vielleicht... Du wirst in die Hallen der Toten reisen, du wirst ihren schweigenden Herrscher erschlagen, du wirst hierher zurückkehren, wenn du deine Mission erfüllt hast. Okay. Mein Tagebuch auf den neuen. Du bist weise, dass du unsere Anordnung akzeptierst. Reise zu den Hallen der Toten, erschlage ihren schweigenden Herrscher, komm hierher zurück und dann reden wir über deine Belohnung. Nun denn, leb wohl. Okay, das ist nicht ganz so... gemütlich hier. Hallo, ihr Augen. Ja, okay. Wie es aussah, konnte man aber auch nicht gegen sie kämpfen. Wie es aussah. Ging nicht. Das sage ich euch, ging nicht. Ich habe es versucht. Hat man ja bemerkt. Ich habe ja zum Glück vorher gespeichert, deswegen konnte ich es ja. So, lauf durch, werter Dummkopf. Kannst du, schaffst du den Weg? Ich hoffe doch. Morte. Scoute. Die Wehrratte zicht dich an, unterdrückt über, aber den Wunsch, dich anzugreifen. Stattdessen schleicht sie ein Stück zurück und behält dich im Auge. Auf bald dann. Tschüss. War schön mit dir, Kollege. Und ist dieser Max-Elsen-Typ da, der uns am Anfang irgendwie voll Schmerzen zufügen wollte? Also uns gefangen genommen hat. Dieser Drecksack. Ja. Nochmal speichern und überschreiben. Genau. Und ich denke mal, das reicht für heute. Ne? War ganz gut aufgenommen. Das macht Spaß. Wartet mal. Da oben war der Kopf. Da will ich nochmal kurz hin. Falls ich den finde. Warte mal. Wo ist er? Kannst dich nicht verstecken. Ist er hier? Ich glaube, das ist er, ne? Eine Leiche. Eine leere Leiche. Egal. Erledigt. Oh Gott. Erledigt. Bitte nicht. Hä, wo ist der Drecksack? Wo ist dieser blöde Kopf? Ja, doch, das ist er. Kann ich die ausrüsten? Kann ich natürlich nicht ausrüsten. Ich bräuchte eine Schriftlolle. Ach, jetzt geht's nur. Hast du die Karaffe gefunden, von der ich gesprochen habe? Ach, nicht. Ich flehe dich an, bitte finde sie und lindere meine Qualen. Ich tue mein Bestes in der Zwischenzeit. Hätte ich noch ein paar Mal sehen, beantworten wir noch. Was über dich zum Geraten? Kannst du mir. Was sollte ich gleich? Wasser, frisches Wasser aus einer magischen Karaffe in den untergegangenen Nationen. Und wie komme ich dahin? Durch die Totenlande, wo die Toten herumlaufen und herrschen. Oder durch die Gedankenlabyrinthe. Labyrinthe. Ja, wo viele als einer herrscht. Beide sind nicht ohne Gefahren. Tote Lande? Die Toten haben auf ihre eigene Weise das Leben erlangt. Sie beherrschen einen Teil der Katakomben. Sie streiten sich mit vielen, viele als einer, um das Herzstück dieser Tunnel. Was weißt du noch über die Katakomben? Viele als einer. Du hast von den Schädratten gehört. Danke, Glyph, leb wohl. Bla. Ich glaube, wir haben die Karaffe gefunden, aber wir können sie noch nicht einsetzen, weil wir sie noch nicht identifiziert haben. Ist ja super toll. Also, wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal bei Plains Gedrum und dann gucken wir mal hier weiter in den Katakomben, beziehungsweise wir gehen nochmal kurzzeitig nochmal nach oben und da sind diese komischen Flatterviecher. Die töten wir auch noch. Alles töten. Das hört sich doch gut an. Töten ist immer gut. Ja, am einfachsten. Nicht reden. Töten. Ich töte euch. Wenn ihr nicht nochmal zuschaut, werdet ihr sterben, weil ich euch dann töte. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Tschüss.